Ja, dann. Oh mein Gott! So, hallo an alle zu einem neuen Projekt zusammen. Dieses Mal geht es um Minecraft Space. Hallo an alle, die dabei sind. Hallo! Und zwar in diesem Projekt, wie der Name schon sagt, geht es um das Thema Weltraum. Und natürlich auch mit Mods umgestaltet. Und wir schreiben das Jahr 2019 mittlerweile. Und erstmals fangen private Raumfahrtunternehmen an, Personenflüge ins All anzubieten. Neben den führenden Unternehmen wie SpaceX, Blue Origin und Virgin Galactic werden auch wir anfangen, eigene Raumfahrtunternehmen zu gründen oder Raketenbasen. Dazu gibt es auch eine bereits schon vorhandene Map, wo wir allerdings neu anfangen werden. Und am Anfang würde ich mal die Gelegenheit nutzen, um euch ein bisschen in die Raumfahrt einzuweihen. Willkommen beim Broville Space Center und wir betreten das Ganze mal. Ich zeige mal grob, wie man eine Rakete zusammenbaut, zeige euch ein bisschen die Grundlagen von der Modifikation, was man so alles machen kann und dann, ja, würde ich sagen, folgt mir mal. Los geht's. Ja, das ist meine Hut dahin. Easy. Dürfen wir die Produkte anfassen? Klasse 6C, bitte einmal folgen in Reihe und Glied. Nein, Katze, Mayonnaise ist kein... Also, hier vorne geht's rein. Der Lehrer Baloo hat meine Hand losgelassen. Ach, Ruhe da. Vorne kam in zweier Reihen, bitte, die Schüler. In zweier Reihen, wir besichtigen jetzt das Space. Der Early hat mir die Zunge rausgestreckt. Hab eine Tür im Gesicht. Guten Tag, hallo, wo wollen Sie hin? Wir würden gerne zur Raketenabschlussbahn. Wir haben schon ein paar Pässe dafür im Voraus beantragt. Okay, wieder rein zu Hause, vergessen. Folgen Sie einfach mal mit. Ich kenne schon den Weg. An der Seite geht's vorbei. Basti, geh woanders lang. Basti! Ach so! Falsche Richtung, falsche Richtung. So. Ich will im Labor dann arbeiten. Geht das? Gehen wir ein bisschen durch die, jetzt gehen wir die technische Anlage rein, verlassen die Bürogebäude. Einmal hier durchgehen, gerne wieder Knopf drücken, falls sie sich schließt. Was ist im zweiten Stock? Eine Melone! Eine Melone! Oh, Early! Was denn? So, willkommen. Hallo, und jetzt sind wir auch schon auf dem Gebiet. Sehen. Bitte nicht irgendwo reinfallen oder irgendwas aus in die Luft jagen. Das ist manchmal etwas gefährlich und Basti hat sich verlaufen, weil er den Leuten nicht gefolgt ist. Der hatte seinen Partner nicht. Ja, ja. Was, dürfen was, wir es aus den Kisten nehmen oder kriegen wir auf den Sack? Okay. Ihr seht hier vorne schon eine äußerst beeindruckende Rakete und ja, das meine, habe ich schon mal vorgebaut. In diesem Modpack gibt es einen Hauptmod, nämlich Advanced Rocketry, für Baloo, wo man selbst eigenständig Raketen zusammenbauen kann in verschiedenen, warum hat Early TNT, in verschiedenen Kombinationen. Man kann mehrere Triebwerke nehmen, mehr Tanke nehmen und Raketen größer bauen, kleiner bauen, wie man möchte. Ich habe mal ein Beispiel dazu hier hingebaut. So sieht das später aus. Es ist eine Art Raketen-Launchpad mit einem Gerüstturm, der die Rakete dann auch zusammenbaut. Man kann mit dem Rocket Builder einmal die gebaute Rakete scannen, sodass man sieht, ob sie funktioniert, fliegen kann oder nicht. Das sieht man dann auch in dem jetzt funktioniert sie nicht mehr. Gerät. ebenfalls kann man dann auf Bild... Gehen Sie bitte vom Raketengelände weg. Ebenfalls kann man auf Bild klicken, dann baut man sie, sodass sie als Entity da rumsteht, die man auch wirklich starten kann. Man kann sie betanken mit einer Fueling Station. Können wir nicht jemanden kompetenten ins All schicken? Affen haben wir ich wollte gerade einen Raketentest machen, wenn ich natürlich Band direkt Early ins Weltraum fliegen. Es gibt auch Monitoring Station, womit man dann den Status der Rakete sich anschauen kann. Und jetzt würde ich mal kurz einen kleinen Teststart machen, um zu demonstrieren, wie das aussieht. Raketenstart in 3, 2, 1 und gleich geht's los. Ja, wenn du jetzt sitzen bleibst, bist du gleich auf dem Mond. Ja, geil! Ja. Tschüss, Basti! Bye, have a great time! Kleiner Tipp, man kommt nicht auf den Mond und man explodiert. Mal gucken, was passiert. Barkas also, Destination, ich habe die Erde ausgewählt. Passiert irgendwas? War es gut, das TNT da anzubringen, Spark? Du wirst auf jeden Fall sterben, Basti. Spark, hast du als Destination die Erde ausgewählt? Yep. Da kommt die gleich. Oh, scheiße, richtig. Oh, also, die Rakete kommt gleich wieder runter. Gleich allerdings, wieder. Also, so habt ihr schon mal gesehen, so werden Raketen starten. Die Animation wird cool werden. In der Monitoring Station kann ich ein bisschen schauen. Die Rakete ist jetzt fast an der höchsten Spitze. Gleich wäre sie im Weltraum in 3, 2, 1. Jetzt wäre sie im Weltraum. Und jetzt sinkt sie wieder. Schaut mal nach oben. Die Rakete kommt wieder nach unten und wird dann von alleine abbremsen und wieder richtig landen. Wenn die nicht abbremst, sind wir tot, oder? Ja, ich würde sagen, mehr als die SpaceX-Raketen. Ich meine, die SpaceX. Ah, was ist das? Sie kommt. Ah, da ist sie. Ich fange sie. Sie kommt. Und bremst natürlich ab und landet jetzt gezielt also wieder auf dieser Plattform. Also ich würde lachen, wenn die beiden jetzt sterben würden da. Ja, können wir das mal ausprobieren? Warum hat die du stirbst zuerst. Weil er TNT gefunden hat in der Truhe wahrscheinlich. Bruder. Wollte schon seinen Charakter klären. Oh. Perfekt. Also. Voll geil.
Unter anderem, um Raketenteile zu bauen, benutzt ihr den Holoprojektor. Der zeigt euch sozusagen die Multiblock-Strukturen an für Geräte. Maschinen, um gewisse Sachen herzustellen, sind immer Multiblock-Strukturen, die ihr zusammenbauen müsst. Und dieser Holoprojektor ist praktisch so ein Bock. Nee, so ein Das ist Elektronikfertigung, weißt du das? Genau. Das ist das, was ich mache in meinem Beruf fast. Hallo, du hast doch davon noch gar keine Ahnung. Die Maschinen brauchen auch Strom. Du baust Raketen in Minecraft? Ich höre den Fußball, alles gut. Sparky? Könnten wir mal den Programm fortfahren? Und hier drüben habe ich ein kleines Beispiel, so sieht die Multiblock-Struktur aus, bevor es aktiviert ist. Da muss man auf den Hauptkontrollblock einmal Rechtsklick machen und schaut mal genau hin. Da hat schon jemand vor mir gemacht, besten Dank. Und dann ist beispielsweise eine weitere Anlage zusammengebaut, damit kann man dann Prozessoren erstellen, alles mögliche. Balloy, warum machst du sowas nicht? Das ist Platinenfertigung, genau. Das ist mein Job. So, und jetzt folgendes. Wir dürfen unsere eigenen Raketenbasen bauen. Unter anderem wäre dafür das Gelände vor dieser großen Raketenbasis geeignet. Der Spawn ist der Eingang oder vorne vom Eingang dieser Raketenbasis. Und das ist auch ein großes Gelände, wo man eigene Industrie bauen kann, Fabrikgebäude und ähnliches. Falls ihr das möchtet, es gibt eigentlich auch die Möglichkeit, dass ihr in die Stadt zieht, falls ihr das mögt, und dort bereits vorhandene Häuser nutzt und dort einzieht. Das ist halt die andere Alternative, ist halt dann Wohnhäuser oder so. Ihr könnt gerne mal mitkommen. Es gibt eine Bahnverbindung. Wir können uns mal ganz kurz die Stadt anschauen. Ja, wir können uns hier in den Häusern niederlassen. Es gibt super viel zu entdecken und alles Mögliche. Die Kisten, was ihr findet, dürft ihr looten und alles Mögliche. Aber bitte lasst halt die Gebäude stehen, weil wäre halt schade, wenn das alles hier vermisst wird. 44 Eisenerz, geil. Ja. Angeber. Also, es gibt mehr als genug für alle. Ja, das auf jeden Fall schon. Dann geht's los. Ich hab Futter gefunden. Offiziell. Genau. Ja, Futter. Sinne. Dann würde ich sagen, ist das Projekt hiermit eingeläutet und die Folge kommt jetzt am Samstag um ab 9 Uhr. Hier ist ein Fußballstadion. Könnt. Was? Und nee, Baseball. Am selben Tag werden wir da auch noch das Streamen erlauben. Das bedeutet, heute kann es schon Streams von dem Projekt geben. Also wenn ihr das jetzt seht, genau. Dann, ja, soweit so gut. Das wär's von der Einleitung und jetzt viel Spaß mit Minecraft Space. Alter, ohne Witz, also diese Map ist halt so heftig krass overdetailed. Es ist wirklich. Alter. Ich gehe jetzt in die Kathedrale rein, so irgendwas muss der ja sein. Hier ist der Altar. Ich gerade im Gerichtshaus, ich bin gerade ein bisschen verplant. Oh ja, das sieht echt so aus. Ich glaube, ich bin im Gericht gelandet hier. Nee. Also. Hä, warte mal, was heißt Kurthaus? Kurthaus ist Gericht, ist ja, Justiz. Dann ist es. Ich habe Dorn 2, ja, nehme ich gern. Ich habe anscheinend nicht so viel Glück, ich finde gar nichts hier. Oh, hier ist ein Beacon. Ah, das ist ja nicht aktiv. Oh, nee, ja. Hier ist ein Computer in der Küche. Ein Commodore 128. Herr Basti, Angeklagter, bitte setzen Sie sich. Ja, Herr Rechtsanwalt von Basti Zock, Spark of Phoenix, bitte setzen Sie sich auch. Herr Klimm, wo sind Sie? Ich brauche meinen Staatsanwalt an meiner Seite. Hallo, ich brauche meinen Staatsanwalt. Herr Basti, ich verurteile Sie zum Tode. Bestrafung ist Todesstrafe durch den Tee. Oh, warte. Oh, Bruder, mach nicht diesen Mann. Ich würde natürlich jetzt auch nichts sprengen, idealerweise. Ne? Also, die Gebäude sollten schon nicht zerstört werden, damit hier die Kulisse ein bisschen. Warum hast du TNT? Ja. Das ist keine gute Idee, Early Boy. Nee, wieso? Ich muss wirklich sagen, bei dir ist TNT keine gute Idee. Nein, ich eskaliere nie mit TNT. Wollen wir alle zusammen erkunden? Ja, alle gehen woanders. Ja, wenn jeder an dieselbe Stelle geht, ist ja auch doof. Ah, warte, Basti, ich sehe dich. Wo? Hinter dir. Wo? Hinter dir! Oh, Bruder! Digga. Oh, Bruder! Au. Scheiß auf die Maps, die ich gefunden hab. Ich geh mal mit Basti. Komm, lass uns zusammen. Okay. Ich hab Pfeil und Bogen und Schwert. Hier gibt's Setzlinge! Ja, bring mir eine Rüstung mit. Ja, hier gibt's so viel Loot, das kannst du gar nicht alles mitnehmen. Kompass sind nochmal Triebel, alles verrückt. Alla! Huren. Huren? Wo? Ja, ich hab was? Huren? Huren! Nicht das, was du schon wieder denkst. Welcher Mall bist du denn? Ja, Spark! Alter, hier gibt's Seeds und Melonen und Pumpkin und alles. Und hier gibt's Regeneration Potions. Klimm! Ja, Regeneration Potions. Ja, das ist natürlich die andere Sache. Was ist für ein Name? Komm mal bitte her! Wo bist denn du? Hier! Warte, ich komme hier über diese Mallbrücke, die eine sehr cool ist natürlich. Basti, ich hab dir irgendwas mitgebracht. Mal, hier, guck mal. Der Icy Dick. Oh nein. Oh, Bruder. Was? Ja, der Eise. Doctor's Room. Herr Doktor. D-I-C-K. Herr Doktor. Wer kennt ihn nicht? Doktor zockt. Ich muss mal ganz dringend. Seht ihr mich? Den Turm aus TNT? Nee. Wir sind gerade in einem Gebäude. Alter, ist das halt immer. Drück J. Nicht mal anders. Wo bist du, Alter? Ach, Leute, ich seh euch. Da hinten. Ach, das ist die Mall, wo ich gerade hingucke.
Ja, komm hier rein. Hier ist lustig, aber wir sind fast durch. Sag mal, Alter, Spark, ich würde gerne mal nach Hause gehen. Da würde ich gerne rein. Ja, wir haben das Spiel schon durch. Bruder. Monster? Oh, Bruder, habt ihr, Leute, habt ihr schon mal in diese Kiste hier geguckt, was es hier gibt? Hallo hier! Flimmy, hast du hier schon mal reinguckt? Vor allem Basti, guck mal, hier ist was für dich drin. In dieser Kiste, komm her hier. Basti, das ist dein Shop für dich. Oh mein Gott. Spark, du musst da reingucken. Du musst immer in die Kiste gucken. Oh ja, für Spark, besonders für Spark. Ja, ich hab da reingeguckt. Sticks, aber ich hab mir die Schalter, Sticks welche Kiste? Nein, guck dir die Hebel an. Die Sticks, nicht die Hebel. Die Dinger an, die Sticks. Alle, okay, gut. Spark, hier kein Bock mehr. Oh, ich liebe diese Map. Das ist Nussknacker. Wo ist jetzt der Lüftungsschacht eigentlich? Komm mit, ich hab den Lüftungsschacht hier hinten gefunden. Wo war das denn? Hier rein. So, hier sind ein paar Köpfe, auch ein bisschen Rüstung, Equipment war drin. Ja, wie ist es eigentlich mit den Wither Skulls? Du wolltest und, da doch und jetzt hier ein bisschen droppen für uns. Achso, genau, warte, hier kann ich dir geben. Ich hab ein Stack Wither Skulls, ne? Ich brauch erstmal nicht, ne? Ja. Oh, dann. Oh mein Gott! Oh. Ich habe die Kiste der Kisten gefunden. Ich habe 4 Stacks Dias. Scheiße, ich bin in der Kanalisation. 4 Stacks Dias? Ich habe 4 Stacks Dias, ja. Ja, da also hier gibt's alles Mögliche drin. Oh, mein Gott, scheiß auf die Wolle, Alter. Scheiß auf Dornen. Du brauchst schon Dornen, wenn er 4 Stacks Dias hat. Und Gold ohne Ende. Alter. Scheiße, ich bin in der Kanalisation. Sterbe. Vielleicht. Gut. Denn bei mir auch, Leute, liebe Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns hoffentlich im Livestream, wenn alles klappt, heute Abend. Däumchen werden Träumchen. Ich weiß nicht, ob ich es heute Abend schaffe, weil ich noch nicht weiß, was heute an diesem wunderschönen Samstag ansteht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Schaut gerne bei den anderen vorbei. Die sind natürlich unten in der Beschreibung verlinkt und auch alle weiteren Infos. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Verdammt.